Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mario Kart 8. Ich habe mal gerade die Lobby gewechselt und auch jetzt meinen Charakter gewechselt. Hatte ich gerade Lust zu. Und deswegen gucken wir jetzt mal, was die neue Lobby uns so bringt. Wie sieht es denn hier so punktetechnisch aus? Ja, ein bisschen gemischt, ne? Schauen wir mal. Und auch schon wieder irgendwie 5 Japaner. Ja, super. Und er nennt sich einer Bot. Sollte ich mir da Gedanken machen? In Australien ist auch schon wieder dabei. Naja. So, wie ihr seht, ich habe jetzt bei den Karteilen habe ich alles belassen, aber anstatt Bowser fahren wir jetzt nach Morton. Und Morton bringt mir jetzt vielleicht mal etwas Glück. Frage ist beantwortet. Nein, er bringt mir kein Glück. So. Morton, mach was. Do it. Zeig, dass du besser bist als dein Daddy hier. Als Daddy Bowser. Ich meine, von der Gewichtsklasse her ist Morton ja gleich mit Wario und Bowser. Hat mir zumindest Mastermind letztens gesagt. Und ich hoffe, dass ich mich jetzt richtig dran erinnere. Wow, ja geil. Ja! Nee. Heute läuft irgendwie so gar nichts, habe ich das Gefühl. Das ist echt so ein Tag, wo man eigentlich nicht Mario Kart spielen sollte. Zumindest ich nicht. Weil, nee. Brauche ich nichts weiter zu sagen, weil das Ergebnis seht ihr ja selbst. Ihr werdet wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und euch denken, was zum Teufel macht die da? Ich weiß es selbst. Und habt ihr gerade gesehen, wie der Australier da rumgeleckt hat? Der Stachy war schon längst an ihm vorbei und er wurde erst ein paar Sekunden später getroffen. Ja! Ist okay, aber du triffst mich sofort, ne? Das ist natürlich. Natürlich. Und ich brauche dann wahrscheinlich wieder irgendwie 3 oder 5 Anläufe, bis du mal etwas merkst. Ich rieche mich gerade schon mal ein bisschen. Kürzen wir hier mal ein bisschen ab. Ja, ich weiß, ich hätte ihn jetzt umfahren können, aber ich bin ja nicht so gemein wie er, aber er denkt sich, ach, ich schieße die mal trotzdem mit dem Roten ab. Ja, genau, Team Steve. Ja, das kann ich schon wieder sowas von vergessen. Das ist doch echt so. Ja, und nicht mein Item mitbekommen, ne? Huch, wo kam der Blaue bitte so schnell her? Alter Schwede. Und ich bin wieder Letzter. Oh, 9. Ja. Super. Und? Minus 15. Mhm. Kann man ja mal machen, ne? Alte Schwede. Darauf erstmal einen Schluck. Sorry, dieses Mikrofon, das ist echt teilweise so empfindlich. Das nimmt ja echt zu viele Dinge auf. Also es naja. Wahrscheinlich wird es jetzt auch noch aufnehmen, wie ich meinen Chocolate Chips hier esse, aber das ist mir jetzt sowas von egal. Ich brauche Nervennahrung. Die Chocolate Chips von Nestle in White. Ach, hallo Leon! Ja, mal vor dem Mund sprechen. Super. Der Leon, der ist jetzt einfach durch Zufall in meine Lobby gelandet, weil er fährt auch immer bei Destiny Cast mit. Und da erkenne ich ihn. Oder zumindest sagt mir den Namen etwas, dann sagen wir es jetzt mal so. Ja, der Australier, ne? Das ist irgendwie jetzt gerade mein neuer Willi. Das gibt es einfach nicht. Oh Mann! Was seid ihr alles für Willi-Verschnitte? Falls ihr jetzt meine vorherigen Videos gesehen habt, wisst ihr, was es mit Willi auf sich hat. Der Willi. Ich bin da noch nie runtergefallen. Aber heute irgendwie, heute passieren Sachen, die
sind mir noch nie in meinem Leben passiert. Also, ne, gleich mache ich die Aufnahme aus. Das ist ja zum Kotzen hier. Das kann man sich ja nicht ansehen. Ja, und ihr seid... Wow. Wahrscheinlich voller Schadenfreude und denkst jetzt... Das steht ja recht. Also, ne. Echt mein Blutdruck. So. Probieren wir es nochmal. Dankeschön. Geht doch. Die zwei Balken jetzt mal. Damit wir da die Abkürzung auch nochmal probieren können. Geht doch. Wo war eben das Problem? Ja, hier der Australier schon wieder mit seinem Bumerang. Team Steve. Alias Willi-Verschnitt. Das ist irgendwie auf mich abgesehen, ne? Wegen dem komme ich nicht nach vorne. Ist doch scheiße. Und mich wüsste nicht wundern, wenn mein Hals irgendwie heute nach diesen paar Folgen total heiser ist, weil ich mich hier so aufrege. Ja, 9. Und dann ein Grün. Ist das ein Scherz oder so? Ich meine, damit kann ich viel anfangen. Total. Es rettet mir das Leben. Ja. Na? Wow. Habt ihr den Grünen da gesehen? Alter Schwede. Ja. Super. Und dieser Australier wird dann noch 2. Wahrscheinlich hört ihr das jetzt auch noch knirschen von diesen Chocolate Chips. Ach, ist das heute eine tolle Aufnahme hier. Mm. Wir haben ja mal gerade 7 Minuten. Sprich, ich muss mich hier noch weiter quälen. Ja, großartig. Total professionell heute hier. Aber es ist mir egal. Ich habe mich ja hier nie als Profi bezeichnet. Und von daher kann ich ja machen, was ich will. Du Tasmania, könntest du jetzt nicht bitte mal weggehen? Das wäre echt toll. Du machst mir nämlich gerade das Leben hier zur Hölle. Hm. So. Cheep cheep, Smiler. Ich hätte gerne Regenbogen-Boulevard gehabt, aber das ist mir ja auch nicht hier vergönnt. Warum so... Oh, danke, dass du mich ins Item geschubst hast. Einmal hat der Schubser was gut. Ja. Der Grüne ist auch schon wieder weg. Hat ja lange gehalten. Ach, krieg ich ihn schon wieder. Oh komm, geh mit deiner Banane weg, ne? Das muss jetzt echt nicht sein. Gut. Versuchen wir auch mal zu backspammen und das hat natürlich keinen getroffen. Natürlich nicht. Wow. Martin! Jetzt mach was hier. Na gut, wobei ich bin jetzt schon mit dem 2. Sollte ich mittlerweile schon zufrieden sein. Es ist ja hier mehr, als ich mir erwarten kann. So. Was haben wir gelernt? 3 Grüne behalten. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt auch mal, wollte ich sagen. Aber das Spiel dachte ich so, nope. Du ganz sicher nicht. Ich wollte gerade sagen, ne? Da ist noch wer hinter mir. Gut. Ist er für mich? Nein, ist er nicht. Aber der wird für mich sein. Nein, auch nicht? Oho. Das ist ja... Und ich habe Vorsprung. Oho. Morten. Das ist... Ohne Worte. Halten. Aber nicht benutzen. Komm schon. Gib mir eine Banane. Jetzt möchte ich auch gerne einen Grün haben. Jetzt nehme ich auch einen Grün. Ich sagte einen Grün. Grün, ich wollte dich nicht so beleidigen. Komm schon. Komm her. Und bin ich dein Freund Banane. Bitte. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Fahr, fahr, fahr. Oh. Yay. Erster. Morten. Awesome gemacht. +17.
Oh, ich habe meine 300 gerettet. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Bitte nicht. Oh, okay. Gerade noch mal so vorhergeschrammt. Oh Gott. Kostet dieses Spiel heute hier wieder Nerven. Ich muss gleich, glaube ich, echt niesen. Es tut mir leid, falls es gleich so sein sollte. So. Ach, bitte nicht Varios Abfahrt. Ich meine, die ist total cool aufgebaut. Ja, oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Mhm. Varios Abfahrt ist total cool aufgebaut und das ist echt an sich eine coole Strecke. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie zwiegespalten, was die Strecke angeht, weil mal läuft sie gut, mal läuft sie nicht. Das ist genauso wie auf dieser Strecke hier. Aber es tendiert eher so dazu, dass es mir scheiße läuft. Und deswegen vielleicht kann ich mich diesmal hier von meinen 300 verabschieden. Oho, eine Banane. Keine Münzen, das ist ja... Wow. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich mache die Parts heute wirklich ein bisschen kürzer, weil, ja. Wahrscheinlich ist das hier heute das letzte Rennen hier für heute. Weil heute habe ich auch nicht ganz so viel Zeit. Und da passen mir, glaube ich, die kürzeren Folgen ein bisschen besser in den Kram. Und mal kann ich das ja machen. Ich meine, ich habe jetzt die ganzen anderen Folgen definitiv über Länge gemacht und ja. Und daher kann ich mir das wohl mal erlauben. Und 15 Minuten ist ja mal ein guter Schnitt. So. Zweiter auf dieser Strecke. I can't believe it. Lass mir mein Geschenk für die anderen da. Oh, das wird nichts. Help! Okay. So. Schicken wir uns die mal auf Reisen. Aber ich glaube, der... Oh ne, ich wollte gerade sagen, der... Ja, tschüss dann, ne? Wenn du es unbedingt haben wolltest, gibt mal kein Problem. Oh! Oh! Der ist super. Gut, bin schon mal direkt eine geklaut. Ich hätte die drei gerne als Schutz gehabt. Ja, Morten. Wir sind erst auf dieser verdammten Scheißstrecke. Ich kann es kaum glauben. Aber ich halte meine Klappe bis zur Ziellinie. So, diesmal gehe ich bewusst etwas eher runter, dass ich die hier besser schneiden kann, die Kurve. Das ist immer so scheiße. Ich weiß nie, ob ich das bis nach oben noch schaffe oder nicht. Ne, ne, ne. Ah! Austin! Martin! You're so good! Aber der eine, der klebt uns ganz schön an der Hacken. Boah, ich kann das kaum glauben. Jetzt bin ich gleich wieder auf dem Stand. Fast punktetechnisch, wo ich war, als ich hier aufgenommen habe. Also, als ich gestartet habe. Wow. Ach Gott, wir haben es erst 13. Na, ja, das ist doch ein bisschen wenig, ne? Okay, dann quetsche ich noch eins rein. Und zwar Mario Kart Stadium. Aber so wie es ausschaut, wollen die meisten Regenbogen Boulevard. Wie gesagt, ist auch eine nette Strecke, außer dass man da ständig runtergeboostet wird. Okay. Schauen wir mal. Ach, der Nier ist wieder da. Ja, natürlich. Und die Mary ist immer noch da und der Team Steve auch noch. Aber im Moment geht er mir ja nicht so auf den Sack. Gut, dann wird Regenbogen Boulevard der Abschluss der heutigen Folge werden. Der heutigen Strecke wollte ich gerade sagen. Ja. Gut. Also, ich bin ja heute sowieso irgendwie etwas verpeilt, von daher. Jaha, ihr braucht mich nicht runter zu boosten. Ist okay. Zumindest nicht runtergefallen. Erste Runde überstanden.
und noch 5 Dorf. Hat sich gerade erledigt. Oh, oh. Okay. Huch. Oh, jetzt fährt noch ein zweiter Australier mit, ne? Ja, das ist es ja wieder. Wie oft kriege ich jetzt eigentlich 3 rote? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Das ist cool. So. Ach, jetzt habe ich den 2-mal getroffen. Schade. Hm. Hm. Okay. Ja, natürlich. Jetzt fängt das Rennen wieder an, scheiße zu mir zu werden. Huch. Also super, jetzt habe ich noch den einen Wüstenstreit bekommen, aber nicht den anderen. Ja, ist okay. Alter Schwede. Ihr müsst mich nicht ständig runterboosten. Mache ich mit euch doch auch nicht. Dann arbeiten wir uns mal wieder hoch. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Jetzt nicht im Lupa, nicht jetzt! Lupa auf dieser Strecke ist auch so mit das Unnötigste, was man haben kann. Ja, was war das denn bitte? Linke bin ich... Hatte ich Windschatten, aber... Wurde gestoppt. Oho! Na, ich hätte den vielleicht nach der Abkürzung hier fahren sollen. Aber gut. Oh! Alles cool! Linke bin... Den 6. Dorf. Ja, hätte der Blitz nicht kommen können, wenn ich im Kugelwilli war. Hm. Plus 0. Naja, wenigstens etwas. Okay, Leute, das war's für heute. Und wir sehen uns. Bis dahin, eure Katan.